Wir sind hier im Herzen des ganz ursprünglichen alten Otterkringer Ortskernes. Wir haben hier im Umfeld zwei Schulen, zwei Kindergärten, zwei Kirchen, aber auch den Kern des ganz ursprünglichen Otterkringer, der ganz ursprünglichen Otterkringer Weinkultur mit den Otterkringer Heurigen. Und da gibt es ganz große Sehnsucht seitens der Bürgerinnen und Bürger, diesen großen Platz, der von der SPÖ vor vielen Jahren zubetoniert wurde, wie so viele andere Plätze auch bei uns im Bezirk, dass der attraktiviert wird, attraktiv und grün gestaltet wird. Die ÖVP Otterkring steht dafür, dass wir die Straßenbahnlinie 2 50 Meter entfernt auf die Thalierstraße verlegen wollen, um hier einen verkehrsberuhigten Raum zu schaffen und auf der anderen Seite hier Grünraum zu gestalten, damit die Menschen ihren Bedürfnissen gerecht diesen Raum und diesen großen Platz als Naherholungsraum nutzen können. Ja, ich würde das Ganze eine tolle Idee finden, weil da ist immerhin ein Kindergarten auf diesem Platz, wenn die Kinder rauskommen und man erwischt sie nicht gleich, dann rennen die eventuell in die Straßenbahn hinein. Der Beton ist immer der zweite im Vergleich zum Grünen und ich glaube, es wäre den Leuten zumutbar, die paar Schritte darunter zu marschieren. Es ist halt schon schade um den Platz, weil es sind sogar zu wenig Bänke und so, also es wäre nett, ja. Hier hat die SPÖ auf dem Ippenplatz im Zuge der Fertigstellung der Sanierung des Brunnenmarktes 600.000 Euro an Steuergeldern in die Zubetonierung eines Spielplatzes investiert. Dem nicht genug, auch noch dazu, ohne vorher zu überlegen, wie man die prekäre Parkplatzsituation hier im Brunnenviertel in den Griff bekommen könnte. Und in dem Zusammenhang fordert die ÖVP Otterkring schon seit vielen Jahren eine Machbarkeitsstudie für eine Tiefgarage hier unter dem Ippenplatz. Dieser Forderung kommt die SPÖ nicht nach. Im Gegenteil, sie betoniert lieber zu, als vorher ein Verkehrskonzept zu entwickeln. Prinzipiell, wenn eine Tiefgarage gebaut wird, das wäre sicher super, weil es stimmt, das ist meistens alles voll im 16. Bezirk, weil man irgendwie nichts zahlen muss fürs Parken hier. Bezüglich dem Spielplatz, ja, stimmt, es ist ein Betonpflock irgendwie, nicht sehr nice. Es würde sehr gut werden, wenn es hier halt eine Garage würde. Und dort gibt es keinen halt Schaukel und so weiter für Babys. Das ist nicht gut. Und warum glaubst du, dass die Garage hier gut wäre? Weil wir haben hier ein Restaurant und unser Auto kann halt nicht hierher kommen. Wir sind hier in der Brunnengasse, direkt vor dem Polizeiwachzimmer in der Brunnengasse. Eine grundsätzlich sehr großartige Errungenschaft für die Sicherheit der Menschen hier im Brunnenviertel. Der einzige Wermutstropfen, wie gesagt, ist, dass man dieses Wachzimmer nicht findet. Und die Problematik jene ist, dass einfach das Wachzimmer verstellt ist. Die Forderung der ÖVP ist hier, die Front des Wachzimmers aus dem Marktgebiet herauszunehmen, damit hier eine freie Zugänglichkeit stattfinden kann und das Wachzimmer nicht mehr von Marktständen verstellt ist und die Sichtbarkeit hier auch ein großer Beitrag für die Sicherheit der Menschen hier im Brunnenviertel auch wäre. Ich sage für Polizei, die muss immer ersichtlich und erreichbar sein, sage ich einmal. Was hilft das, wenn da jetzt 10 Standl stehen und die Polizei ist da versteckt? Ja, das Sicherheitsgefühl ist sicher ausgeprägt, wenn ich weiß, in der Nähe ist eine Polizeistation. Wir haben jetzt noch als nächsten Schritt, um Wien zur Jugendmetropole zu machen, die Forderung, dass an öffentlichen Plätzen, so wie hier bei der U3 Otterkring, es einen gratis WLAN-Anschluss geben soll. Immer mehr junge Menschen haben heutzutage einfach ein Handy mit WLAN-Funktion oder Laptop. Und das gibt es in vielen Städten in Europa und auf der ganzen Welt schon, dass man hier einfach gratis WLAN-Anschlüsse anbietet. Und wir möchten das jetzt als nächsten Schritt für die jungen Menschen im Bezirk erreichen. Wenn man auf die BIM oder U-Bahn wartet oder so, ja, könnte man die Zeit sehr gescheit nutzen und so. Ja, das wäre eine super Idee. Das ist keine schlechte Idee. Man gibt es ja in Cafés auch. Warum nicht an öffentlichen Plätzen auch? Aber ich denke mal, Leute, die es daheim nicht haben, warum nicht? Und das Internet ist eigentlich nicht mehr entbehrbar. Ne?